Herzlich willkommen zu 911 Operator. Lang ist es her, seitdem wir das letzte Video von diesem Spiel gemacht haben, und jetzt möchte ich mich mal wieder dem Ganzen widmen. Daher wollen wir auch direkt loslegen, mal schauen, was das Spiel für uns bereithält. Es hat sich wieder mal einiges getan. Es sind ja auch schon mittlerweile ein paar Updates wieder gekommen. Es gibt wieder anscheinend neue Einsätze und so weiter und so fort. In dem Fall jetzt sind wir in Miami und haben da spezielle Einsätze sowie eine große Truppe. Miami ist auch eine große Stadt. Haben im Moment $72.000 zur Verfügung und einen Ausfall bei den Sanitätern schon mal als Startvoraussetzung. Fängt ja schon mal gut an. Und wir haben die Möglichkeit, rein theoretisch noch eine Streife eigentlich hinzuzufügen. Wir haben zwei Spezialcops in dem sportlichen Streifenwagen. Geschwindigkeit 312, das ist schon lustig. Hier steht auch entsprechend, unsere Special Agents haben viel Erfahrung und können auch Sachen schnell aufdecken. Verdächtige Leistung steht hier auch, Verletzte, Schwerverletzte und so weiter und so fort, was sie so leisten können. Und natürlich unser Equipment sowie die Fahrzeuge. Ja, was brauchen wir auf jeden Fall noch in der Stadt von Miami? Wir brauchen noch einen Transport, also so gesehen einen normalen Streifenwagen. 50.000 kostet der. Gut, den kaufen wir uns. Den können wir dann als zusätzliche Einheit direkt einsetzen. Brauchen natürlich noch ein, zwei Polizeibeamte. Die kosten natürlich auch wieder, aber wir sind uns für nichts zu schade. Hier in Miami. Und dann schnappen wir uns hier entsprechend noch Ausrüstung. Und wir haben einen Sanitäter weniger in einem Team. Hier in dem Fahrzeug. Holen wir auf jeden Fall auch nochmal einen dazu. Und der ist schon ein bisschen älter. Genau, dann sieht man auch das Gehalt von denen und da sieht man auch, dass die hier viel mehr kriegen als zum Beispiel die normalen Streifenpolizisten. Gut, was wir jetzt auf jeden Fall noch brauchen ist, ich brauche noch eine Weste für den guten Mann hier, für unsere Special Agents, und in der Vorausrüstung können wir noch ein bisschen was reinstecken. Ich meine, ist ja ganz gut, wenn die ein bisschen mehr dabei haben, und in unserem Fall vielleicht noch technische Werkzeuge für die Feuerwehr. Das ist ganz gut. Die helfen einfach grundsätzlich für jedes Feuerwehrauto. Dann haben die auch ein bisschen Vorteil. Antikrawall-Schutzausrüstung. Wenn wir eine Einheit zu zum Beispiel speziellen Events schicken oder zu Lärmbelästigung oder ähnliches, würde es bringen. Aber wir haben nur das Geld für einen. Dann holen wir uns noch ein Pfefferspray jeweils für hier unseren Van. Und das muss dann reichen. Viel mehr Geld haben wir jetzt nicht. Das sollte auch passen. Ich würde sagen, wir starten mal das Ganze. Und wir sehen schon, hier heute findet eine Massenveranstaltung statt. Das Musikfestival. Du benötigst folgende Teams. 3 Polizeibeamte, 2 Sanitäter, einmal Feuerwehrmann, um Sicherheit zu gewährleisten. Ja, ich bin bereit, das Ganze anzugehen. Und zwar haben wir hier ein Musikfestival. Hier steht es auch. Hier brauchen die anscheinend auf jeden Fall von allen dreien schon mal was. Und deshalb würde ich sagen, schicken wir... Jetzt ist die Frage, ne, wen schicken wir? Also, wir teilen erstmal auf. Wir brauchen eine Feuerwehr oben links. Wir brauchen eine Feuerwehr am Festival selber. Wir brauchen auf jeden Fall einen Krankenwagen. Haben wir da... Genau, da haben wir so einen Mehrmann-Krankenwagen. Den schicken wir da runter. Der sollte da bleiben. So, wir verteilen jetzt ja auch erstmal. Und eine Polizeieinheit. Jetzt teilen wir erstmal hier, damit wir sehen, wen wir alles haben. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen, aber ich schicke einen Mannschaftswagen, hätte ich gesagt, darunter. Ja. Also in dem Fall schicke ich einfach mal den Mannschaftswagen zum Festival. Ah nee, das war kein Mannschaftswagen. Den Mannschaftswagen zum Festival. So. Und den Polizeiwagen schicken wir rüber. Wir brauchen einen drüben. Haben wir hier noch eine Feuerwehr? Ne, wir haben 2. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt da drüben 2, ne? Schicken wir einen rüber. Einen Krankenwagen hier hin. Die sollten reichen hier drüben, rechts, denke ich. Links brauchen wir auf jeden Fall mehr wegen dem Festival. Da werden deutlich mehr Einsätze reingehen, meiner Ansicht nach. So, wo ist denn unser sportlicher Polizeiwagen? Ah, da. Ja, der ist auch flott. Sowieso. Und unseren Heli, den schicken wir noch... Den schicken wir mal hier auf Abruf, ja? Können wir dann verteilen, wenn wir ihn brauchen. So, ansonsten haben wir alles. Die Polizei ist hauptsächlich auf der linken Seite verteilt. Rechts haben wir jeweils von jeder Einheit eine Einheit. Das sollte reichen. Ich würde sagen, wir beginnen die Schicht. Los geht's. So, jetzt gehen die Einsätze rein oder auch nicht. Das Festival ist im Gange. Wir hören im Hintergrund
bisschen Mucke. Verdächtiges Mädchen bot gerade etwas Nettes zum Verkauf an. Gut, wir schicken schon mal eine Einheit, beziehungsweise zwei, wegen dem Polizeitransport. Und zwar einmal unsere Spezialeinheit und ein ganz normaler. So, ein Notruf. So, okay, junger Mann am Ufer, bewegt sich nicht. Wo? 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 Na, wo? MacArthur Causeway. Okay, alles klar. Bei Bewusstsein. Okay. Is he conscious? Go over to him. Touch his shoulder and ask him if he's okay. Polizei ist schon auf dem Weg, haben wir schon geschickt. Wir brauchen noch einen Krankenwagen. Das ist natürlich weit. Er atmet schwach. Okay, alles klar. Stabile Seitenlage. Jetzt geben wir ihm Hinweise, wie er die stabile Seitenlage durchführen kann. Okay, alles klar. Wunderbar, perfekt. So, Krankenwagen sowie Polizei ist auf dem Weg. Da unten ist ein weiterer. Polizeitransport ist da benötigt, schicken wir. Wie schaut es da unten aus? Autounfall. Ursache muss geklärt werden. Ich schicke mir mal hier einen Heli, weil da brauchen wir wahrscheinlich keinen Polizeitransport. Wir müssen immer korrespondieren mit Transport brauchen, kein Transport brauchen. Deswegen. Und wie schnell wird Hilfe benötigt? Natürlich auch. Oh, ist es schon zu Ende da unten? Alles klar. Vielleicht nur ein Fake-Call. Kann auch sein. So, wie schaut's hier aus? Eine Frau wird sexuell belästigt. Sofort unsere Streife hin. Sanitäter sind auch auf dem Weg. Wunderbar, da haben wir die Einheiten direkt vor Ort, wo wir sie brauchen. Ich brauche hier oben noch einen Sunny. Wir müssen ja auch ständig immer versuchen, gescheit zu verteilen oder auf der Schnellstraße zu halten. Was ist hier los? Festivalbesucher ist auf einen Strommast geklettert und hat Probleme, wieder herunterzukommen. Vermutlich betrunken. Ein Depp. Wow, okay. Schüsse. Der Heli kommt dazu. Wir holen auch schon mal noch ein Sunny in die Richtung zumindest. Oh ne, da haben wir was. Dann schicken wir den lieber dahin. Da auch, Frau wird sexuell belästigt, da schicken wir unseren flotten Streifenwagen hin. Unseren Sportwagen. Der fährt da zackig hin, das ist der Wahnsinn. So, Teenager auf einen Strommast. Dumm. Ja, die erledigen das Ganze auch relativ schnell. Jeder hat ja auch technische Werkzeuge dabei, die helfen einfach grundsätzlich auch die Zeit zu verbessern. So, jetzt schauen wir mal hier, was hier los ist. Polizeibeamter wurde angegriffen. Dann schickt gleich zwei. Dann schickt man gleich den Heli noch mit. So, Polizeitransport benötigt. Alles klar, schickt mal. So, Angriff auf einen Polizeibeamten, weil der wird sicher schießen oder ähnliches. Jetzt haben wir genug, um die festzunehmen. Da können sie sich natürlich wenig wehren. Sie haben auch hier, wie scheint, Baseballschläger. Und wenn wir genug Polizeibeamte in der Nähe haben, können die sich nicht wirklich wehren. Ne? Dann nehmen die direkt fest. So, jetzt haben wir hier oben was, ganz oben rechts. Eine Person meldete einen gebrochenen Knochen nach einem Sturz. Krankenwagen ist bereits unterwegs. So, den brauche ich aber hier drüben. Und den auch. Eine Schlange. Oh Gott. Sag mal, in Miami gibt es Schlangen. Wo? Sind die gefährlich? Ist die Frage. Wurde jemand gebissen? Alright, Miss, calm down. Please, don't panic. The snake might not be dangerous. Got it. I'm sending help. Ich schicke jetzt mal die Feuerwehr. Ja. Da rechts ist eh nichts mit der Feuerwehr im Moment los. Alles gut. So, wie schaut's hier aus? Wir brauchen da drüben auch wieder einen Streifenwagen. Fußgänger wurde von einem Auto erfasst. Alles klar. Ist auf dem Weg. Krankenwagen auch. Neue Meldung. Was ist das? Zwei bewaffnete Männer greifen Menschen auf der Straße an. Schick schon mal einen Sunny hin. Kann auch sein, dass die Polizisten gleich angegriffen werden. Ah, nur einer ist da. Das sollten die Polizisten hinkriegen. Ohne Probleme. Im Moment sieht's gut aus. Wir haben alles unter Kontrolle. Optimal. Wir wollen auch jetzt in Zukunft das Spiel 911 Operator ein bisschen öfter spielen, weil es ist ja draußen und das macht ja auch relativ viel Spaß meiner Meinung nach und es hat auch sehr, sehr viele unterschiedliche Kulissen, hier zum Beispiel mit dem Musikfestival. Eine Person hat einen verrenkten Fuß nach einem Treppensturz gemeldet. Verrenkter Fuß, alles klar, ja. Ist schon auf dem Weg, alles gut. Hier brauchen sie noch einen Polizeitransport. Da haben wir aber gerade keinen in der Nähe. Den schicken wir einen.
Gut, das wird natürlich hier ein bisschen mehr. So, da, den schicken wir wieder zurück. Rüber. Was ist hier los? Getrennte elektrische Leitung gemeldet. Könnten Gefahr darstellen. Alles klar, ist auf dem Weg. Schon auf dem Weg. Der da oben ist auch fertig. Perfekt. Die Streife da ist da. Okay, was ist hier los? Fahrer ist von der Straße abgekommen und hatte einen Unfall. Okay, ist unterwegs. Wir brauchen hier noch die Feuerwehr. Wir brauchen mehr Feuerwehr hier unten. Schick mal. Schick mal hin. So, wie schaut's hier aus? Eine Person hat einen verrenkten Fuß wieder nach dem Treppensturz. Sag mal, könnt ihr die Treppen nicht generell sicherer bauen vielleicht? Wir brauchen hier mehr Sunnies drüben. Schick mal rüber. So, alles klar. Wieder eine neue Meldung. Mann, der sich spritzt. Alles klar. Polizei und Sanitäter sind unterwegs. Perfekt. So, ist halt sehr, sehr viel Organisation und schauen, dass alles passt hier. Mit, beziehungsweise in diesem Spiel. Wenn jetzt natürlich oben links ein Einsatz aufploppt, dann haben sie einen weiten Weg zu fahren. Ist natürlich nicht so schlau. So, hier sind sie gerade schon am Bekämpfen. Die Feuerwehr und die Polizei. Was ist hier oben her? Apropos, ne? Meldung über einen Raser. Da kümmert sich die Streife drum. Die sollten den abfangen können. Perfekt. Ja, stark, stark am Korrespondieren. Wie man sieht, ich schicke mal den Heli jetzt auch in den Norden. Den hoch und einen Anruf. Sie atmen nicht. Was soll ich machen? Wo? Auf der Straße. Gerade vorbeigegangen. Sie sagt es, sie sagt es. Okay, how old is she? Mitte 30. What exactly was she doing? Ja, weil sonst ist ein Fake-Call, ne? Ja, die. Ich habe schon bereits ein Ding hingeschickt. What is she doing right now? Is she standing? Is she sitting? Is she lying down? Was ist hier oben? Brand. Sie liegt auf ihrem Rücken. Hinsetzen. Ja, hinsetzen, klar. She may need to sit up to breathe. Please help her to change positions and see if that works. Does she take any medication? Does she have any chronic illnesses? Sie hat Asthma. Try to find her inhaler. Wir geben ihm bereits Tipps, bis der Sanitäter anrückt. You know, ist ja bereits verständlich. Like a big letter L, but it could be round as well. If you have to help her use it, okay? Place it in her mouth between your teeth. Schau, dass ich nebenbei auch noch ein bisschen koordiniere hier. Zur Sicherheit schicken wir mal einen Sunny. Der ist ja schon unterwegs. Wir haben genug Sanitäter in der Umgebung, deswegen ist es kein Problem. So, hier geht's weiter. Was ist da passiert? Getrennte elektrische Leitung. Sag mal, schneiden die überall elektrische Leitungen durch, oder wie? So, was ist hier los? Verdächtiger, der irgendwas angestellt hat. Da schicken wir mal noch einen Streifenwagen hin, der vielleicht Abtransport leistet. Und die Feuerwehr ist auch schon unterwegs. Er hat irgendwas angestellt, der gute Mann. So, was ist hier los? Eieiei, wieder ein Einsatz. Ein Feuer in einem großen Gebäude, womöglich befinden sich Menschen im Innern. Alles klar. Feuerwehr ist unterwegs und Sanitäter auch. Perfekt. So, hier geht's gerade ganz schön ab, ja, man merkt schon. Wir sind beschäftigt. Wir haben aber unseren schnellen Streifenwagen wieder zur Verfügung. Perfekt, hier ist es fertig. Was ist hier? Ein umgestürzter Baum. Ja, klärt die Feuerwehr. Kein Problem. So, darum kümmern sich bereits die Sanitäter. Nur ein Verletzter, das ist gut. Oder eine Verletzte. Und ein Feuer, wo sich die Feuerwehr bereits jetzt gleich drum kümmern wird. So, bekämpft. Okay, das dauert ein bisschen. Drüben haben wir jetzt keine Feuerwehr im Moment. Schick die schon mal ein bisschen weiter hoch. In einem Studentenwohnheim wurde ein Feueralarm durch einen Rauchmelder ausgelöst. Alles klar. Sanitäter sind auf dem Weg. Feuerwehr dauert. Da es kommt jetzt drauf an, wie lange das dauert. Da sind sie schnell. Ja, dann können sie theoretisch danach direkt hochfahren, weil wir haben keine Feuerwehr mehr da oben. Und der dauert zu lang. Der braucht zu lang. Wir schicken ihn trotzdem mal, dass er einfach in die Richtung fährt.
Ein seltsamer Mann wurde gemeldet, scheint eine Waffe zu tragen. Möglicherweise hier Schusswechsel. Bedeutet, der Krankenwagen wird dann auf Standby schon mal in die Nähe geschickt, damit es passt. Vom Festival selber hört man fast gar nichts. Die scheinen das echt gut unter Kontrolle zu haben da. Optimal, ich habe die auch mit Schutzwesten ausgerüstet. Also, die zeigen nicht nur Präsenz, sondern sind auch ziemlich geschützt. So, jetzt muss ich den direkt dahin schicken, weil das Feuer noch brennt. Die Personen sind zwar schon gerettet, aber ja, der Feuerwehrwagen wird deutlich schneller sein. Den lassen wir dann hier. So, wie schaut's hier aus? Das Feuer wird bekämpft. Ja, ist gut dabei. Und hier schicken wir den Krankenwagen in die Nähe. So, mal gucken. Ja, Schüsse wurden gemeldet. Wir haben keinen Streifenwagen in der Nähe. Die kriegen das schon hin, die guten Männer. Da, ich habe den sogar mit einem gescheiten Sturmgewehr ausgerüstet. So, jetzt braucht nur noch der gute Mann hier einen Sunny. Und der ist bereits auf dem Weg. Haha. Ah, habe ich mir schon gedacht, dass das passiert. So, wie schaut's hier aus? Feuer wird gelöscht und die werden bereits behandelt. Perfekt. Schicken wir mal noch einen Sunny weiter hoch, falls jetzt da oben was passiert. Und unseren schnellen Streifenwagen auch. Perfekt. So, und das Musikfestival ist rum. Bedeutet, wir haben jetzt wieder mehr Einheiten zur Verfügung. Heißt, wir können die besser aufteilen. Einen können wir rein theoretisch auch rüberschicken. Und theoretisch können wir auch eine Feuerwehr rüberschicken. Falls jetzt da drüben noch was passiert, aber da haben wir. Die hat ja eh nichts zu tun. Also machen wir das nicht. So, medizinisch perfekt, schon fertig. Ja, und da hätten wir unsere Streife geschafft. Wir haben das ganz gut gelöst. Die Schlange nicht, warum? Unbekannte Schlange wurde behoben, erfolgreich gelöst. Die Schlange wurde geschnappt, niemand wurde verletzt. Ah, okay. Also, was mein Fehler war, steht hier. Während eines Spaziergangs hat nämlich ein Pärchen eine Schlange gefunden. Der Disponent hat Notfallkräfte entsandt, ohne dabei wichtige Informationen im Vorfeld mitzuteilen. Ich hätte sagen müssen, oder erfragen müssen, was für eine Schlange das ist. Oder vielleicht Tipps geben müssen, okay. Keine Aktion rechtzeitig durchgeführt, ja, kein Problem. Das passt, ansonsten keine Minuspunkte. Wir haben gut Geld gemacht, mussten aber auch einiges ausgeben für Gehälter und der eine Feuerwehrmann wurde verletzt. In dem Einsatz perfekt, okay, alles klar. Dann sind wir soweit fertig. Ich wurde in die nächste Stadt befördert. Oh, jetzt bin ich aber gespannt, wo es jetzt hingeht. Albuquerque. Albuquerque, anscheinend. Albuquerque, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht, befindet sich im Staat New Mexico. Die Stadt wurde 1706 vom spanischen Kolonisten gegründet. New Mexico also. Alles klar, nochmal was ganz anderes als New York, Miami meine ich. Ein bisschen größer auch, wie man sieht. 453.000 hier, 556.000. Mal schauen, was uns da erwarten wird, besonders auch vom Event. Und das alles schauen wir uns im nächsten Video an. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.